der Note 1 mal anfangen zu sagen, ich hätte gerne diesen Datensatz gelöscht, den ihr illegal über mich habt, dann können 1 Million Leute vor 1 Million Richter mit 1 Million Zeugen die gleiche Löschung sozusagen beantragen. Das ist einfach nur deppert. Ja. Also ich beschwert sich bei einem Datenschutzverein, dass ich die Werbung nicht hinterherläuft. Ich meine, das waren Einzelfälle, aber es war schon, also ich habe schon ein bisschen mich hineingrenzen müssen dabei. Wenn der Tracking-Pixel auf einer Pornoseite ist, dann, oder das war vorher schon bei den Like-Buttons so, dass die dort waren, dann kann halt Facebook genau wissen, wie lange man sich welche Nackerde angeschaut hat. Ne? Und ob das jetzt von der Zustimmung eines Nutzers unbedingt umfasst ist, voll informiert und freiwillig und so weiter, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir haben da vollkommen falsche Debatte im Datenschutz. Die Frage, ob das sozusagen schwarz-weiß geht oder nicht. Mhm. Sondern es ist eine Frage von, wie viel geht. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. Marketing online wird es immer geben und das ist auch okay und das ist auch kein Problem. Es ist aber nicht so, dass es keine Online-Werbung gibt, wenn es kein personenbezogenes Tracking mehr gibt. Bisher hat man sich die Zustimmung in Wirklichkeit erfladert oder einfach gar nicht gefragt und sich dementsprechend bedient. Ja. Und es ist nicht ungesund, glaube ich, für Unternehmen, wenn sie sich mal überlegen müssen, wie kriege ich einen Nutzer dazu, dass der selber dieses Produkt haben will, was ich ihm da andrehe. Ja. Ja, da haben wir schon das rausgesucht, was die Creme de la Creme der Rechtsverletzungen ist von Facebook. Also da habe ich jetzt wenig Bauch, dass das nicht recht weit geht.